Hallo Leute und herzlich willkommen zu Cooking Simulator. Heute machen wir ein Barbecue T-Bone Steak mit gebackenen roten Kartoffeln mit Knoblauch. Okay. Wir fangen erstmal an mit dem Steak, oder? Dann brauchen wir erstmal das Steak. Knallen wir auch wieder hier hin. Dann würzen mit Salz. Schwarze Pfeffer, 7 Gramm. Paprikapulver, aber 10 Gramm. Okay, 30 Milliliter Barbecue-Soße, in der wir das Ganze braten müssen. Okay, warte, wir brauchen erstmal noch eine Pfanne. Wir nehmen einfach wieder die Grillpfanne, die ist wahrscheinlich am besten. So, 30 Milliliter. Ah, 31, ja, das passt. Auf jeder Seite grillen. Und ja, machen wir mal. Da ist gar nicht Platz, ey. Okay, dann holen wir kurz einen Teller. Was brauchen die denn? Wieder ein großes. Ne, so eins. Wie ist das gerade passiert? Ich habe ihn doch nur aufgehoben. Okay, aber bevor wir das Ganze machen, weil es heißt heißes Servieren, machen wir erstmal die gebackenen roten Kartoffeln zu einem Topf hinzufügen. 1 Liter Wasser. Haben wir Töpfe hier unten. So, kommt hier neben dran. Dann 20 Gramm Salz. Wo haben wir das denn? Ach, hier. So, rote Kartoffeln, 300 Gramm. 1, 2, 3. Okay, 20 Sekunden lang kochen lassen. Das können wir ja schon mal machen. Dann brauchen wir Zwiebeln. 120 Gramm. In Stücke schneiden. 20 Gramm. Oh Gott. Ja, ist ja gut. Hab das Messer hingeworfen. Ach, hier. Die 20 Gramm Scheiben, das sollten wir eigentlich schaffen. Das ist ja nicht so anspruchsvoll. Ja, das passt bestimmt. Ja, sind jetzt alle ein bisschen weniger, aber egal. Okay, jetzt muss das Ganze auf dem Backblech und dann 20 Sekunden lang backen. Alles klar, Digga. So. Den Backofen zu. Und stellen wir kurz 20 Sekunden ein. Die sind langsam richtig gut. So. Danach brauchen wir Knoblauch. Oh Gott, ja, es reicht doch, Mann. Die Knoblauch. Wie viel Gramm? 50, Alter. 5 Knoblauchzehen. Müssen wir die jetzt backen oder nicht? Ah ja, und dann nochmal backen. Okay, warte mal. Nehmen wir das mal raus. Wir holen jetzt nochmal 4 Knoblauchzehen. So, was brauchen wir denn noch? Rote Kartoffel steht nur. Sollen wir jetzt die aus dem Topf nehmen? Ich glaube schon. Ich habe ja keinen Plan, wie was ich da mache, Alter. So, danach machen wir jetzt noch kurz den Maiskolben. Können wir eigentlich das Wasser hier nochmal gebrauchen? Maiskolben. So, ein krasses Menü, Alter. 100 Sekunden lang kochen lassen. Nehmen wir hier kurz den Timer. Stellen das kurz ein. Chilischorte und... Ach, in helfen, schneiden und dann Pfanne machen. Hä, das mixt irgendwie alles. Ach so, die Arme, wir brauchen jetzt eine zweite Pfanne. Der Maiskolben kommt danach noch in die Pfanne. Okay, dann brauchen wir jetzt Butterschmalz. 30 Milliliter. Leute. What? Meine Türlauf backt die einfach komplett rum. Hä, jetzt nicht mehr. Wir haben den Kühlschrank schon wieder kaputt gemacht, Mann. So. Oh, oh. Oh nein! Die ist kaputt gegangen. Ach scheiße. Naja, warte. Holen wir ein neues. Uiuiui. Ja, ein bisschen viel. Okay, jetzt noch eine Chilischotte. Ach scheiße, wir müssen ja die noch halbieren, weil wir machen das einfach in der Pfanne. So macht das ein richtiger Koch. Nee, geht nicht. Alles klar. Nein, ich will nicht die Pfanne. Ich will die Chili. Nein, wir die mal in zwei helfen. Okay, dann machen wir die jetzt mal hier rein. Nope. Das sind beide daneben. Ja, toll. Oh! Ups. Kann man die noch brauchen? Ja, geht ja noch. Alles heile. Ups. Ich wusste nicht, dass die kaputt gehen können. Okay, jetzt 15 Sekunden lang braten. 10 und dann noch. Machen wir ein bisschen mehr dazu. 1, 2, 3, 4, 5. Hab keinen Bock mehr. Okay. Jetzt brauchen wir. Jetzt müssen wir den Maiskolben in die Mischung machen. Ah, der ist heiß. Ja, so. Das passt bestimmt. Aber ich sollte den kalt servieren. Ja, der ist bestimmt wieder kalt, bis wir das hier gebraten haben. Wie lange geht das? 70 Sekunden lang grillen. Möglichst auf beiden Seiten. Der hier in der Hälfte ist. Müssen wir kurz wenden, aber das ist ja kein Problem. So, das müssen wir jetzt auch nochmal 40 Sekunden lang backen. Nein, auch. Oh nein. Jetzt aber. So. Oh, Hälfte ist durch. Warte mal. Ja, let's go.
Hey, wieso hat das vorhin noch nicht gebraten, hä? Egal, das passt. So, warte, wir drehen das nochmal kurz, dass das auf der anderen Seite auch nochmal ein bisschen bräuner wird, sag ich mal. Ja, ich glaube, das bringt nicht mehr viel. Das ist, glaube ich, nicht mehr zu retten. Okay, das Fleisch ist also fertig. Kommt das hier jetzt auf diesen Teller hier? Dann Maiskolben. Ah ne, warte, wir müssen jetzt erstmal noch das backen, 40 Sekunden. Der Maiskolben, der ist bestimmt jetzt nicht mehr warm. Doch, ist er noch, scheiße. Ach, egal, der geht auch warm. Das hat sich einfach von selbst erledigt, let's go. Dann nehmen wir hier das mal aus. Sieht auf jeden Fall richtig aus. Jetzt ist es so hoch oben, also. Ja, Brudi. Kann mal passieren, warte, wir müssen da ein bisschen nachhelfen. Ach, jetzt ist das alles heiß. Auch einen Spatel. So, dann machen wir die mal wieder auf den Teller. Oh ne, warte, ich habe eine Idee. Warte mal, geht es nicht, wenn wir jetzt so machen? Ja, das geht jetzt gut. Nein, nein, oh Gott. So, unser Meisterwerk. Oh, Geschmack ist wieder 3 Sterne. Letztes Mal hatten wir ein bisschen mehr. Aber ist ja auch ein bisschen schwieriger. Ne, nee, okay, dann würde ich aber sagen, das ist auf jeden Fall gut gekommen. Gast ist auf jeden Fall zufrieden. So, allerdings haben wir jetzt noch hier ein kleines Problem. Ich kann das nicht mal mit zutun, Alter. Okay, dann müssen wir das hier mal noch kurz entsorgen. Wie machen wir das? Wir machen das einfach hier rein. Ne, warte, ich will die Pfanne hier. Oh, egal, ich wasche nicht ab. Ich kann aber noch das, die Soße und so ablassen. Du musst schon raus. Am besten zwar nicht auf dem Boden, aber okay. Da noch die. Oh, die läuft hier noch. Hat hier überhaupt noch was drin? Nein. Okay. Backblech kann eigentlich auch noch da rein. So, ist alles ausgeschaltet. Oh ne, der Backofen läuft noch. Oh. Der Kühlschrank ist auch noch 3,9. Wir können. Oh ne, ich dachte, wir können den ausschalten. Wie geil. Der Bildschirm ist etwas kaputt. Aber das ist auch egal. Das war's für diese Folge. Cookie Simulator. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.